Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wenn du Lust auf etwas Wikinger-Atmosphäre, dann lade ich Sie ein, mir zu folgen. Wusch, da sind wir schon etwa 900 nach Christi in einem alten Metzhaus der Wikinger. Met Honigwein, haben Sie den schon mal probiert? Nicht so schlecht, aber aufpassen, hierbei kann schnell mal der Vorhang fallen. Zum Glück ist dieses Metzhaus verlassen. Ich muss also nicht befürchten, hier mit einem Wikinger-Retten in den Kampf zu geraten, während er versucht, mir meinen Kopf mit seiner Axt zu spalten. Die Wikinger. Vor etwa 1000 bis 1200 Jahren sorgten die für Angst und Schrecken an den Küsten Europas. Und wenn diese Seefahrer, Handelsleute, Bauern mit ihren Drachenbooten zur Landung ansetzen, dann waren solche Reaktionen hier mit Sicherheit öfter als nur einmal zu vernehmen. Denn wenn die da plündernd und mordend über sie herfielen, dann konnten sie es sehr schnell mit der Angst zu tun bekommen. Ich kann das verstehen. Dieses skandinavische Volk, man weiß heute, dass die sehr enge Beziehungen zu ihren Tieren pflegten, hauptsächlich zu Pferden und Hunden. Forscher haben Knochen in Derbyshire ausgegraben, Wikinger-Grabstätten untersucht, wo sie nicht nur Knochen von gefallenen Kriegern gefunden haben, sondern auch Knochen von Hunden und Pferden. Und anhand des Strontiumanteils in diesen Knochen konnten diese Forscher aus Durham, Brüssel und York feststellen, dass diese Tiere keine erbeuteten Tiere der ansässigen Engländer dort darstellten, sondern Tiere waren, welche aus dem sogenannten baltischen Schild in Skandinavien stammten. Man weiß heute, dass speziell diese Wikingerfürsten, die sogenannten Jarls, gerne ihre Hunde mitnahmen auf diese Wikingfahrten, daher ja der Name Wikinger. Und wenn dann einer dieser Jarls im Kampf gefallen ist, wurde auch sein Hund getötet und mit seinem Herrn zusammen begraben. Hunde bei den Wikingern, was hatten die für Aufgaben? Ich würde mal sagen, eine klassische Geschichte. Hauptsächlich waren die da, um das Vieh zu hüten, wurden als Jagdhunde verwendet, aber auch als Wachhunde und ganz besonders dann, wenn die Wikinger Frauen nicht mit auf Wikingfahrt gingen, denn die gingen mit und sie haben den Begriff Schildmaid mit Sicherheit schon gehört. Wir wissen, dass viele Wikingerfrauen unerbittliche Kämpferinnen waren. Doch selbstverständlich bekamen auch Wikingerfrauen Kinder. Und wenn das der Fall war, dann blieben die zu Hause. Und wenn die zu Hause blieben, wurden sie von den Hunden bewacht. Doch was für Hunde hatten die Wikinger überhaupt? Man hat oftmals Knochen von Hunden ausgegraben, die schweren, mastiffartigen Hunden zuzuordnen waren. Doch ist man sich heute sicher, dass das alles erbeutete Mastiffs waren, welche die Wikinger aus England mit nach Skandinavien nahmen, doch die echten Wikingerhunde, so wie sie von diesen Skandinaviern gezüchtet und gehalten wurden, die sahen völlig anders aus. Das waren ausgenommen spitzartige, wölfische Hunde. Sie kennen vielleicht den Islandhund oder den kleineren Westgötaspätz. Das sind zwei Hunderassen, die sollen direkt auf die Wikingerhunde zurückgehen. Doch hauptsächlich grub man Knochen aus von Hunden, die den heutigen Elchhunden zuzuordnen sind. Ja, Elchhunden. Die Elchhunde gelten als eine der ältesten Hunderassen der Welt und man grub schon Knochen solcher Hunde aus in Gräbern, die 6.000, 7.000 Jahre alt waren, also zu Zeiten, wo noch lange nicht von Wikingern gesprochen wurde. Es gibt heute drei verschiedene Elchhundeschläge. Der Elchhund generell wurde etwa in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts als Rasse anerkannt und es entwickelten sich dann drei verschiedene Schläge dieses Elchhundes. Heute sprechen wir vom schwedischen Elchhund, den Jämthund, der ist der größte. Dann haben wir den Mitteltyp, den norwegischen grauen Elchhund und den kleinsten, den norwegischen schwarzen Elchhund. Der Jämthund erreicht Schulterhöhen bis zu 65 cm, die Rüden. Und die werden bis zu 30 Kilo schwer. Die Hündinnen erreichen Schulterhöhen von etwa 60 cm und erreichen ein Gewicht von etwa 25 Kilo. Der mittlere Typ, der graue, norwegische Elchhund, Verzeihung, da werden die Rüden etwa 52 cm hoch mit der Schulter und die Hündinnen 49 cm. Diese Hunde bekommen etwa 25 Kilo und der kleinste von ihnen, der schwarze norwegische Elchhund,
Da werden Rüden etwa 49 cm hoch mit der Schulter, die Rüden 46 cm und auch dieser Typ Elchhund erreicht etwa 25 Kilo. Das sind typische nordische wölfische Hunde. Was haben diese drei miteinander gemein? Ich sage Ihnen was. Das sind pure Jagdhunde. Pure Jagdhunde, Arbeitshunde, Working Dogs, die extremste Witterbedingungen aushalten. Das sind starke, ausdauernde, triebige Jäger mit mehr oder weniger kantigerem Wesen. Doch werden die auch sehr gerne als Familien- und Begleithund gehalten. Aber die Haltung dieser Hunde in Privathaushalten, wenn sie nicht in Jägershand sind, ist äußerst anspruchsvoll. Das sind sehr selbstständige Hunde, die auch immer und stets selbstständig gejagt haben. Die hielten und halten zwar immer Kontakt mit ihren Besitzern, doch sind sie größtenteils auf sich alleine gestellt. Und wie der Name Elchhund schon sagt, ist ihre Hauptbeute mehr oder weniger der Elch, doch auch der Wolf, der Bär und der Luchs. Und hier funktionieren sie in verschiedener Art und Weise. Sie treiben, sie spüren auf, sie stellen. Niemals fungierten die als Packer. Es gab da auf YouTube ein Video, ich weiß nicht, ob das noch präsent ist, irgendwo, ich sah das vor einiger Zeit. Das ist gleichzeitig beeindruckend wie auch erschreckend. Und hier hat ein grauer norwegischer Elchhund ein Brustgeschirr und auf diesem Brustgeschirr ist oben eine GoPro-Kamera montiert. Also sie sind mit dem Hund bei der Jagd live dabei. Der bewegt sich da irgendwo in den Tiefen der skandinavischen Wälder alleine, sein Besitzer irgendwo Kilometer entfernt. Und auf dieser Jagd können Sie sehen, dass dieser Elchhund auf zwei Wölfe trifft. Zwei Grauwölfe, langbeinige, schlanke, große Grauwölfe, die im ersten Moment klar erkennbar von der Körperhaltung her eher neugierig als angriffslustig sind. Doch in diesem Fall entwickelt sich ein Kampf zwischen diesen drei Tieren und die Kamera ist verwackelt. Sie können das Bild nicht genau sehen, aber Sie können alles hören. Und Sie können tatsächlich hören, wie dieser Hund von den Wölfen gebissen wird. Doch, ich sage gleich vorneweg, der überlebt das Ganze. Ich konnte damals in mehreren Foren lesen, dass dieser Hund hier recht ungeschoren aus der Szenerie rauskam. Anscheinend war es so, dass ihm das Brustgeschirr vor den Bissen dieser Wölfe gut geschützt hat. Und ich gehe mal davon aus, dass sich auch der Besitzer genähert hat und dass der Grund dafür war, dass die beiden Wölfe dann die Flucht angetreten haben, denn im Normalfall hätten diese beiden Grauwölfe diesen Elchhund filetiert, das ist uns klar. Aber da kommt er ungeschoren heraus. Ich weiß nicht, ob es dieses Video noch gibt. Zurück zu den Elchhunden selbst. Wie schon vorher von mir erwähnt, das sind eigentlich absolut pure Jäger und größtenteils in Jägershand zu Hause, aber auch im Privathaushalten halten gerne als Begleitfamilienhund zu Hause, wenn ich so sagen kann. Das sind Hunde, die optisch zwar eine Alternative zu anderen nordischen Hunderassen darstellen, würde ich mal behaupten, wie Schlittenhunden oder Spitzen. Doch unterscheiden die sich hauptsächlich von den Schlittenhunden charakterlich extrem, denn während Schlittenhunde von Wach- und Schutztrieb eigentlich noch nie etwas gehört haben, sind Elchhunde sehr gute Wächter und auch sehr gute Beschützer. Anspruchsvoll in der Haltung deswegen, denn schauen Sie, diese Hunde brauchen Bewegung, die brauchen Beschäftigung und wenn die nicht in Jägershand sind, dann müssen sie irgendwelche anderen Aktivitäten mit diesen Hunden unternehmen. Für die Wohnung eher schlecht geeignet, eher Hunde für Leute mit Haus und Garten, doch sollte dieses Grundstück gut gesichert sein. Elchhunde, wenn sie unterfordert sind, langweilen sich sehr schnell und können dann Zerstörer von Gegenständen werden, sind aber auch bekannt als Ausreißer. Also wenn das Grundstück nicht gut gesichert ist, sind die weg. Gehen die Stravanzen, sagen wir in Österreich. Und da könnte es zu Problemen kommen, denn erwachsene Elchhunde, egal welcher dieser drei, sind dafür bekannt, dass sie absolut furchtlos anderen Hunden gegenüber sind. Und hier können sie schon ganz schön unangenehm werden. Also könnte hier das eine oder andere Problem auftreten. Es sind zwar Hunde mit sehr stark ausgeprägten Jagdtrieb, dennoch sagt man diesen Elchhunden nach, dass sie recht gut zu halten mit anderen Tieren im Haushalt sind, wie zum Beispiel Katzen.
Wir wissen ja, dass es auch Hunderassen gibt, wie zum Beispiel den Tosa Inu, welchen ich selbst besessen habe, der mit Katzen im selben Haushalt nicht so gut zurechtkommt. Ich weiß, dass das so ist. Bei den Elchhunden soll das angeblich nicht so sein. Ja, schauen Sie, die Welt der Hunde ist, wenn man hier tief eintaucht, schon sehr beeindruckend. Ich kann mir vorstellen, dass alleine der Fakt, dass die Elchhunde direkte Nachkommen der Wikingerhunde sind, schon eine sehr faszinierende Sache sein kann. So ähnlich wie es ist bei den Molossern, wenn man daran denkt, dass das direkte Nachkommen der ehemaligen Kriegshunde antiker Völker sind. Gibt es natürlich auch andere Hundekategorien, wo ähnliche Geschichten vorwiegen. Aber ich möchte sagen, so faszinierend diese Hunde auch sind, würde ich jeden raten, der sich für solch eine Hunderasse interessiert, immer im Hinterkopf zu bewahren, dass das unheimlich anspruchsvolle Hunde sind. Für wem sind diese Hunde geeignet? Ich würde mal sagen, für unheimlich sportliche Leute, welchen das Thema optimale Hundeerziehung nicht fremd ist. Und wenn sie so ein Mensch sind, der sich dann gleichzeitig auch noch vom wölfischen Äußeren oder vom Thema Ragnar Lodbrok und Co. angezogen fühlt, dann könnte ein Elchhund eventuell etwas für sie sein. Ist meine Meinung. Optisch eine Alternative zu anderen nordischen Hunderassen wie Spitzen, Schlittenhunden, aber eventuell auch zu Schäferhunden. Doch aufpassen. Sehr anspruchsvoll zu haltende Hunde. Ja, das war's eigentlich mit den Elchhunden. Recht kurz das Video, aber ich gab mir Mühe und jetzt muss ich sehen, dass ich hier wieder unerkannt rauskomme aus diesem Metzhaus, denn sonst werde ich zu einer Wikingfahrt verdonnert und das kann ich nicht, denn ich bin kein Mörder. Also sehe ich zu, dass ich schnell mal wieder in die Gegenwart komme. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's.